Köder. Ich muss die Maschine erledigen, bevor ich ihn abschalten kann. Sie scheint stark wegen Schock zu sein.
mich mit. Jetzt sollte ich den Köder überbrücken können. Okay. Müsste der letzte sein. Sieht aus, als wäre da eine Aufzeichnung. Hey, Arschloch! Ich habe eine Aufgabe für dich. Der Julius ist einsatzbereit. Klappe, mach. Eric hat also eine einfache KI mit den Ködern beauftragt. Die hat sich beim Überbrücken des letzten wohl selbst abgeschaltet. Ich sollte besser zu der Verwundeten die Nacht schauen, ob alles okay ist. Was macht deine Fremde so weit hier draußen? Das Tal freimachen. Du musst eine der vermissten Tenakt sein. Alle dachten, du wärst tot. Beinahe. Dax und Kenala. Sind sie... Kenala lebt. Ivira hat sie gerettet. Apropos. Aloy. Ivira. Konntest du nicht widerstehen? Und meine Chance vertun, mit der Streiterin im Tal der Gefallenen zu jagen? Niemals. Wie ich sehe, hast du Iveka... Das sieht mal nach Kampf aus. Bist du dabei, Marschallin? Meine Klinge gehört dir! Blut der Zehen! Wir dürfen die Dinger töten? Nein. Was sind Und die? Jetzt auf sie! Säure wird wehtun.
Schatten wie möglich. Gekümmert. Ich sollte Evira informieren. Ich bin gleich zurück. Sie braucht einen Arzt, aber sie schafft es. Dank dir. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, ist es der beste Tag, um zu kämpfen. Dieser Kampf war außergewöhnlich. Und diese seltsamen Maschinen. Meinst du, es kommen noch mehr? Nein. Ich fand heraus, was die Maschinen ins Tal brachte. Und setzte dem ein Ende. Oh, gute Nachricht für den Clan. Du willst nicht noch mehr von den Dingern bekämpfen, Evira. Sie sind nicht wie andere Maschinen. Für die Meister, denen sie gehorchen, sind Menschen unbequem. Sie töten jeden, ohne nachzudenken. Und irgendwann muss ich mich um sie kümmern. Die Lichter vor der Küste, sind die von Ihnen? Ja. Es ist eine Art Schild, um die Insel zu schützen. Die Maschinen in diesem Tal sollten jeden töten, der in die Nähe kommt. Sinnloses Gemetzel. Es ist etwas für eine Streiterin, keine Marschallin. Bitte, nimm das hier. Es kann dir zukünftig helfen. Danke. Das Tal sollte sicher sein, erstmal. Aber du musst den anderen Tenakt sagen, dass sie sich von der Insel fernhalten sollen. Beim Wort der Streiterin. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, Aloy.
Die Luft war so feucht. War klar, dass es regnet. Ich sollte möglichst alles erledigen, bevor ich die anderen zum Angriff auf die Zenith-Basis rufe. Okay, Leute. Ich bin am Treffpunkt. Es wird Zeit, Peter und Gaia zu retten. Verstanden, Aloy. Wir sind unterwegs. Aloy. Wo sind die anderen? Nicht weit zurück. Eierkopf wollte partout nicht mit den anderen reisen. Sind alle da? Dann legen wir los. Ein Tunnel. Ein alter Fluchtweg aus den Ruinen auf der Insel. Als mir klar wurde, dass man damit über das Wasser kommt, ich dachte, man kann so unentdeckt kommen und gehen, also hielt ich ihn vor den anderen geheim. Wollen wir? Ich wünschte, es gäbe einen geruchloseren Weg in die Basis hinein. Stimmt. Ist der Startturm. Die Ebene bietet nur wenig Deckung, also ist der beste Weg der hier. Er wird von Phantomen bewacht. Und in den Hangars dort sind noch viel mehr. Alles klar. Alva, Cotallo, legt los. Was haben Sie vor? Etwas Wichtiges. Erend, komm mit mir. Leute, sucht eine hochgelegene Stellung für Feuerschutz. Taktisch klug, schätze ich. Was hat sie vor? In der Nähe ist ein Sensorknoten. Wenn ich mich reinhacke, sollte ich das Netzwerk lahmlegen können, damit ihr unentdeckt bleibt. Aber nicht lange. Dann sollten wir weitermachen. Eine Sache noch. Öffne den Kanal zu Beta, nur Audio. Wir sind hier und kommen dich holen. Du weißt, was zu tun ist? Solange ihr euren Teil einhaltet. Werden wir. Bis bald. Pass auf. Los geht's. Kommt so schnell wie möglich.
Zum Startturm. Ich versuche, unser Eindringen zu verschleiern. Vorsicht, Aloy! Phantome voraus! Vorsicht! Folge mir! Mach ich doch. Bereit bist jederzeit. Das Metall ist brüchig geworden. Die Maschine. Das ist gut. Ha, komm schon! Plasma! Schieß mit Plasma! Was nochmal? Ja, ich bin gleich wieder oben. Oh, bist du da unten? Mir geht's gut. Ich kletter wieder hoch. Klettern wir da hoch. Genau, was ich brauche. Hm.
Wir sollten weiter. Mann, was ist denn im Rucksack? Alteisen? Aloy, Alva und ich nähern uns dem Regulator. Meld dich zwischendurch. Es ist unheimlich hier. Keine Angst, ich beschütze dich. Ich wünschte, ich hätte einen. Ich muss wohl irgendwie anders rüber. Viele tote Maschinen auf der Insel. Wir haben viele erlebt, als wir hier landeten. Nicht gemacht. Ihre Bauteile könnten wir jetzt nützen. Noch ein Phantom. Schleichen oder kämpfen, eine Wahl. Säure würde viel Schaden verursachen. Falschen ausgesucht. So scheint uns Feuerunterstützung zu geben. Komm schon, Aloy. Gehen wir. Schon müde? Ja. Oh. Ja! Weg mit dem Unkraut! Machen Platz. Wir sind durch. Die Phantome sind echt!
übernehmen wir, Aloy. Geh weiter! Nimm's dir, wenn du es also über dann. Den Sturmvogel-Kadaver kommen wir darüber. Ich hasse Sturmvögel. Aber tot ist dieser hier ganz praktisch. Weißt du noch damals, als unsere einzige Sorge war, dass Meridian vielleicht zerstört wird? Also, statt der ganzen Welt wie jetzt. Ja. Schöne Zeiten. Ich greife an, wenn du es tust. Das dürfte sie verlangsamen. Das Ding wird langsamer. Lauf da! Hey Leute, das brauchst du! Na, wie gefällt dir das? Brauchen wir Munition!
Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für Plasma. Weg von der Explosion! Hey, guck mal! Idiot griff Hammer! Du willst gegen die Garde kämpfen? Anzeichen ist heute wohl nicht. Waren alle. Ja, zumindest. Also weiter. Was gefunden? Ja. Das hier ist für dich. Den Fels hoch. Die leih ich mir aus.
Wir müssen um diese Ecke herumklettern. Ich versuche nicht zu jammern. Ich kann euren Weg sehen. Weitergehen! So schnell wir können. Alles okay? Geht schon. Sieht aus, als hätten die anderen alles im Griff. Wie viele Phantome haben die Seelen? Mehr als wir auf einen Schlag brauchen. Das steht fest. Komm schon, den Felsen hoch. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für Plasma. Aloy, Alba und ich sind in Position. Dann los. Jag den Regulator hoch. Moment, ich muss die Ladungen anzünden. Alva und Kotalo haben es geschafft. Jetzt ist Beta dran. Ach, Aloy. Ich glaube, das gibt Ärger. Wie auch immer du diese Phantome aufhalten willst, mach es lieber jetzt. Ich mache gar nichts. Beta macht das. Sie braucht nur etwas Zeit. Zeit haben wir nicht. Komm schon, Beta, komm, komm, komm schon. Was ist das? Unsere Armee! Ja, du hast ihre Aufmerksamkeit! Sehr clever. Beta hat Hephaestus in die Druckermatrix der Basis injiziert. Was schneller und mächtiger ist als jede Brutstätte. Und jetzt hat er so viele Maschinen raus, wie er will. Komm schon, gehen wir zum Startturm, bevor das hier ein Kriegsgebiet wird. Dein Manöver, so klug wie es war, bedeutet, dass Hephaestus ausbrechen konnte.
Er wird zweifellos ins Bootstätten-Netzwerk fliegen. Wir haben ihn einmal gekriegt. Das schaffen wir wieder. Oder wir finden einen Weg, seine Funktionalität zu replizieren. Mit der Apollo-Datenbank. Falls wir es nicht schaffen, bereue ich nur eine Sache. Und das wäre? Dass wir so viel geklettert sind. Der Felsen dort könnte uns als Brücke nach oben dienen. Okay. Alle Phantome kämpfen wohl gegen unsere Maschinen. Nein, denn das wäre so schön einfach gewesen. Dann lasse ich das hier. Prost! Holen wir sie uns! Oh, das hat gesessen! Das explodiert gleich! Gleich. Wie oft muss ich dieses Ding noch treffen? Das.
den Schritt.